Ringfrei heißt es heute im Arsenal beim ersten großen Kampfsport-Highlight der Saison. Bei der Vienna Fight Night fliegen heute nicht nur die Fäuste, sondern auch die Füße und im Mittelpunkt stehen die Wiener Superhelden. Wer diese sind und ob sie ihre Gegner zu Boden bringen, das seht ihr jetzt. Ready, steady, go! Welche unterschiedlichen Kampfsportdisziplinen wird man denn heute sehen? Heute werden wir sehen Mixed Martial Arts Kämpfe. Das sind Free Fight Kämpfe, so fast keine Regeln, außer halt unter der Gürtellinie und unerlaubten Schläge, aber sonst ist alles erlaubt und Thai-Boxen. Für alle, die jetzt noch nicht genau wissen, was Thai-Boxen ist, wie kann man das erklären? Also Thai-Boxen ist eine Mischung zwischen dem normalen Boxen und dann kommen halt verschiedene Fußtechniken zum Kopf, zum Körper und an die Oberschenkel dazu, plus diverse Knietechniken zum Körper und zum Kopf. Philipp, ich habe gehört, du bezeichnest dich selber als K.O.-Schläger. Heißt das, es geht dir mehr ums Gewinnen als um den Kampf? Gute Frage, ja. Das erste Mal bezeichne ich mich nicht selber als K.O.-Schläger, sondern das ergibt meine Bilanz. Und ja, das Gewinnen ist natürlich wichtiger, aber es ist besser, einen guten Kampf zu liefern, als immer zu gewinnen. Gratulation, du hast in der zweiten Runde schon in der ersten Minute durch ein K.O. gesiegt. Wie fühlst du dich an, den Weltmeister, den Vize-Weltmeister besiegt zu haben? Ja, ich meine, wie schon vorher gesagt, es geht mir nicht darum, wer er ist und was er ist und was für Namen er hat. Er war für mich ein Gegner, ein sehr guter, auf den ich mich gut vorbereitet habe. Und es hat alles hingehauen, Gott sei Dank. Ob er jetzt Vize-Weltmeister oder Staatsmeister oder egal was ist, ist für mich nicht wichtig. Gratulation, es war ein perfektes Ende der Vienna Fight Night. In nur 44 Sekunden war der Gegner am Boden. War es überhaupt noch eine Herausforderung für dich? Ich habe mich sehr viel trainiert für einen Polen. Der hat, das ist Damian Grabowski. Nur leider konnte er nicht kommen, war verletzt. Und leider ist ein Ukrainer gekommen, der Russe. Ich weiß nicht von wo. Aber ich habe hart trainiert. Egal wer kommen würde, ich würde in die Matte legen. Ich glaube, ich hätte gewonnen. Die Vienna Fight Night war wirklich unvergesslich mit ausgezeichneten Kämpfen, sympathischen Profis und einer fantastischen Stimmung. Wer heute nicht dabei sein konnte, dem kann ich versichern, eine nächste Vienna Fight Night gibt es bestimmt und die dürft ihr euch dann unter keinen Umständen entgehen lassen. Ja, und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss, Baba. Liebe Freestyle, immer Flow.